Hallo werte Community, hier spricht der Ab von Sterling. Die meisten von euch mögen schon von mir gehört haben, sei es in der Huxelses Discord Mod Schmiede oder allgemein im Mod KI Turnier. Nun, was möchte ich eigentlich und was mache ich hier überhaupt? Alles was ich möchte ist mich bei der ganzen Community und all den Casten bedanken, dass dieses Turnier überhaupt zustande gekommen ist. Es ist für mich unglaublich, dass eine Idee, welche so absurd zustande gekommen ist, zu einem Wahnsinn-Turnier geworden ist. Es war der 1. November 2020, ganz chilliger Tag in Bern. Ich glaube, ich war so am Kochen für die Familie und auf einmal kam mir ein richtig nice Gedanke. Ein Turnier in Huxelses Modschmiede. Diese Idee war so gut, dass ich gleich am nächsten Tag versuchte, diese umzusetzen. Der 8. November war der entscheidende Tag, welcher das ganze Turnier überhaupt zustande kommen ließ. Xander 10 Alpha bot mir seine Hilfe an. Es ist richtig witzig, weil wenn ich mich zurückbesinne, damals hatte ich die Wahl, nimm die Hilfe an. Brutal cooles Turnier. Nimm die Hilfe nicht an. Absolut verkramptes Turnier, welches man wieder absagen musste, weil es komplett beschissen war. So, da mal ein großes Dankeschön an Xander 10 Alpha. Danach kamen die Caster Krylotus, Huxelze, Wurzelkasper und Benny dazu. Ihr müsst wissen, als die Caster dazu kamen, ging es richtig los. Jeder brachte seine Idee, um das Ganze perfekt auf den Tisch zu bringen. Wie Xander immer sagt, wenn man etwas macht, dann richtig. Ja, so nebenbei ich hatte dann sozusagen nichts mehr zu tun, aber ich konnte wirklich miterleben, wie hier wirklich diese Idee umgesetzt wurde, wirklich. Das war wirklich ein Wahnsinnsspektakel, meine Güte. Aber ich hatte nebenbei sowieso sehr viel zu tun in meinem Alltag, aber ist ja jetzt auch egal. Benny musste sich leider wegen Zeitprobleme verabschieden und Wurzelkaspers Zeit ist ebenfalls ins Studium entfleuchtet, glaube ich zumindest. Ja, sonst korrigiert mich, was falsch ist. Aber da kamen zwei weitere Blumen. Ne, warte, Alter. Ich meine Caster ins Caster-Team, welche ebenfalls unglaubliche Leistungen hervorbrachten. Aber was wäre das alles ohne eine ordentliche Community, wie ihr es seid? Also Leute, obwohl noch lange nicht alle Dankesansagungen gemacht worden sind, habe ich genug geredet. Nun ein riesiges Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Das euch zu sagen, ist mir wirklich sehr wichtig. Und dieses Finale sollte nun für uns alle ein inneres Blumenpflücken sein. Grüße gehen raus an Pilaf. Und auch ein äußeres Bäumenroden. Das hast du von mir geklaut. Dann würde ich sagen, genießt das Finale und naja, euer Ab von Sterling. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start und willkommen zum dritten Teil des Finales von unserem Mod-KI-Turnier. Nach 6 Monaten ist es endlich soweit oder etwas drüber. Aber ich bin nicht alleine da, stellt euch vor. Einen wunderschönen guten Day zusammen. Hier ist der Cousin auf. Guten Abend. Ich hab den auch schnell reingeblubbelt. Ja, wunderbar. Ja. Das können wir super, das machen wir schon gut die ganze Zeit. Ja. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Mhm.
Die Leute, die es nicht wissen, der mit der hohen Stimme ist Prinz Pilaf oder Crusader Pilaf, unten auschecken, und der mit der etwas tieferen Stimme ist Noob Ginger, der ist auch unten verlinkt. Du meinst mit der männlicheren Stimme? Männlicher Stimme, genau. Ja. Weiß ich ja nicht, wer männlichere Stimme hat. Der Bär-Cosplay ist auch dabei. Perfekt, ja. Ebenfalls am Start. Oh. Wir haben gerade eine cringige Abmod gemacht und jetzt kommt die cringige Anmod. Richtig gut. Sehr gut. Perfekt. Ja, gut. Was sehen wir denn hier? Wir sehen Sander, erzähl uns doch mal was. Ja. Und wollen wir spoilern? Wer möchte spoilern? Du Ginger, spoiler du mal. Ich spoiler mal. Ups. Also Leute, erst die anderen Videos auschecken, bevor wir jetzt hier was sagen. Teil 1 und Teil 2. Wichtig. Also Mardisch steht wieder Sultana gegenüber. Richtig. Das ist jetzt in den meisten Fällen, glaube ich, schlecht ausgegangen, ne? Für Sultanite. Ja. Ja, ich finde es ganz, ganz schwer einzuordnen. Also ich habe die Erfahrung gemacht mit der Marder auf der Map. Die braucht wirklich sehr lange, um da wieder einen Angriff zu fahren. Der erste Angriff ist berechnet, zweiter kann jetzt schon wirklich sehr lange dauern. Und vielleicht gibt es der Sultana schon genug Zeit, da auch den halbwegs abzuwehren. Also ich glaube, es steht und fällt jetzt mit der Sultana, wie gut sie die ersten beiden Angriffe abwehrt. Gut, dann spoiler ich mal eben vor. Also Leute, 3, 2, 1. Es steht 3-1. Matchpoint. Für Nomad. Ich dachte eigentlich, nur Ginger macht das, aber stattdessen redet er über eine Analyse. Perfekt. Ja, ich habe gerade Spoiler und Analyse verwechselt. Ah, nicht schlimm. Passiert. Aber gut, ich sehe das ähnlich wie Noob Ginger. Hä? Das ist in Noob Gingers Fall dasselbe. Seine Analysen treffen immer zu und sind von daher Spoiler. Er muss aber Folgendes sagen, er ist Engländer und versteht es noch nicht so richtig. Ganz einfach. Sorry, excuse me? Excuse me more. Ja, perfekt, würde ich sagen. Wollen wir anfangen? Maui? Komischer Pfeil. Let's go. So. Ja. So, der Bettner da unten in der Ecke. Ich muss ja sagen, ich hätte gedacht, dass da die Sultana ein bisschen saftiger unterwegs ist, weil sie da halbwegs in Ruhe ihre Produktion hätte errichten können. Aber gut. Sie ist jetzt hier da direkt der Marder gegenüber. Die Sultana hat jetzt auch jedes Mal dieselbe Burg gebaut, ne? Das finde ich auch ein bisschen langweilig. Ja. Echt immer die Mondburg. Es sind noch zwei Burgen drin, dementsprechend ist die Auswahl auch groß. Aber Leute, hier, das ist doch geil hier. Nomad hier oben. Und, ganz geil, was jetzt hier? Kinski hier unten. Kinski kopiert die Strategie der Nomad, Leute. Wahnsinn. Wir werden überfallen. Oh, Junge, MVP fahren. Die sind nur wesentlich weniger effektiv, wenn es Slinger sind und keine Burgen. die Sorties. Aber sonst gut. Da kommt der. Oh. Kommt direkt hier drauf. Aha, dominantes Auftreten hier von Sultana. Die wollte hier direkt mal Marder an die. Aber die rückt aus. Vielleicht was wir sehen würden, wenn wir das Overlay hätten. Oh, danke. Weil es könnte jetzt kritisch gewesen sein. Also die hat jetzt quasi die Verteidigung da verpufft. Ich sehe das genauso wie Noob Ginger. Ich sehe es genauso wie Noob Ginger. Es war eigentlich verstecktes Potenzial. Das wäre besser, wenn sie es jetzt einsetzen würde. Ja. Bin gespannt, ob sie es jetzt durchhält. Ja, aber sie holt da ihre Truppen ran und ich würde fast sagen, sie schafft das noch. Hat sie einen Feuerwerfer? Nee. Doch, das ist ein Feuerwerfer. Die kümmern sich da schon echt gut, die Assassinen. Aua, miaua. Oh, und dann kommen hier die Mönche nach. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. Das wäre eine knappe Geschichte, aber ich glaube nicht, dass sie es schafft. Ui. Ja, Gott. Oh, weia. Das sieht richtig bitter aus. Jetzt, an Batman's Stelle würde ich jetzt echt schwitzen, ne? Es ist Matchpoint für Team Matt Kinski. Oh, jetzt ist und hart. Direkt mit dem ersten Angriff, die Braut vom bösen Ritter hinfortgefegt. Und Kinski, guck mal, wie der da rumstresst. Druck von Kinski, also wirklich, Leute, das ist hier nicht von schlechten Eltern hier, wie man das sieht. Im Early sind die Spearmans einfach noch gefährlich. Mhm. Ja. Oh, hier. Da kommt er mit seinem eigenen Angriff. Ja, aber ich glaube, der verpufft ziemlich. Ich glaube nicht, dass der irgendwie was ausrichtet. Jawohl, vielleicht. Er bringt Zeit. Das stimmt. Ich dachte, dass die. Oh nein, ich dachte. Nein, was machst du denn da? Nein. Oh! Rein. Die Kinski-Strats! Ah! Brand! Das ist ja natürlich gefährlich, weil jetzt hat natürlich der Bad Knight kaum noch Truppen hier. Man sieht ein paar Armutschützen, die nicht interessant sind. Übrigens, Lanzenträger eine ganz gute Einheit gegen Armutschützen, muss ich denn an der Stelle sagen. Weil sie ja eben schnell sind. Der fünf arabische Bogenschützen und drei Armbrustschützen. Guck mal, wie sie da die Bogenschützen
ausmanövriert. Was soll das? Rechts und links weichen sie den Pfeilen aus. Sehr gut. Hinten macht nichts außer Pfeilen. Ich habe so einen Micro noch nicht gesehen. Aber interessant. Da rückt er wieder ab. Gefährlich gut. Jetzt natürlich Nomad, aber auch Nomad hier Probleme, wie man sieht. Probleme Alter, für der Nomad. Der Bad Knight hat 23 Truppen, Leute. Die Nomade kommt da dem gleich mit 120 ins Haus marschiert. Uff. Ja, ja. Trotzdem Nomad hier Probleme. Kaum Farmplatz. Hier eine Farm. Ja. Zweite Farm. Also der braucht jetzt noch. Sechs. Der braucht jetzt definitiv noch ein bisschen anzugreifen, weil das ist gefühlt ein schlechtesten Maps für die Marvel. Mhm. Ja. Aber die Frage ist, ob der Bad Knight da jetzt so viel besser performt. Er glaube ich ein nicht. Hier, Eco. Hat er eine Schenke überhaupt? Nee, ne? Schenke hat er doch eine, hat er hier. Da siehst du eine. Ja, okay. Ist stimmt. Auch aktiv, aber dennoch, das ist das, was ich Kai Lewis damals gesagt habe. Die Nomade ist nicht schlecht, auch auf so Low-Resource-Map, weil halt die Nomade greift früh an, holt den ersten T-Partner weg und dann ist es ein 2 gegen 1. Und das wollte er mir damals nicht glauben. Das habe ich am Anfang auch sehr unterschätzt. Ja, mega unterschätzt. Auch so schwache KIs wie der Kinski. Ja, im 2 gegen 1. Mhm. Einfach dann erdrückend. Gut, gerade nicht mehr ganz so dominant. Auch er hat so ein paar Probleme, habe ich das Gefühl. Hier, na gut, Waffenkammer ist voll, aber. Er baut auch die große Burg. Das ist die schwache. Das kann sein, dass es die schwache ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann sein. Ja, doch, das weiß ich noch. Das hat Haxel gesagt, dass mit hinten mit den drei Eingängen ist eine große Burg. Oh, da jetzt hier schon die Störkatapulte. No, Balliste ist da, Balliste regelt. Also ah, sehr gut. Ja. Die Ecke war ein Turm hat er. Ein Turm hat er. Oh, aber guck mal, 33 Units, die Nomade 152. Die müsst ihr jetzt bald angreifen, Nomaden. Das ist halt das Gefährliche. Jetzt könnt ihr einmal drüber rennen, weil noch ist der Bad Knight gefährlich. Ja, nicht so richtig da, sag ich mal. Ne? Versteht was muss ich meine. Muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das hier so schwierig wird. Schade. Für Team Sultanite. Aber gut, noch haben sie ja nicht. Er ist jetzt fairerweise auf 50 Truppen schon wieder hoch. Der Bad Knight. Die Marder hat sich Zeit gelassen. Oh, jetzt rückt er aus mit den Assassinen. Ich glaube, er geht auf die Sortie-Einheiten hier. Ja. Oder auch nicht. Auch eine Möglichkeit. Nee. Jetzt läuft er wieder irgendwo lang. Also ich glaube, er geht immer zwischen den Sorties hin und her. Der kann aber einen Großteil der Truppen clearen, wenn er sie einigermaßen sinnvoll einsetzt. Also die Assassinen können jetzt auf jeden Fall was ausmachen. Also. Ähnlichkeit ausstrahlen, ne? Jetzt sind auch alle wieder auf dem Keep, das tut trotzdem weh, ja. Und jetzt sind sie wieder unterwegs. Unterwegs, genau. Ich nehme auch hier die kurze Abkürzung vom Mauerbau. Das genau ist mir gewünscht, diesen Angriff habe ich mir gewünscht. Und Zeit schon, aber hat nicht genug. Warte. War gar nicht so bad, jetzt haben die ein paar Slinger weggeholt. Ja, haben da ordentlich reingeschlitzt. Ja, ich dachte, dass ein paar Pikiniere noch mitholt, aber vielleicht habt ihr recht. Ja, die Schlinger waren, glaube ich, vielleicht ein bisschen key, dass die wegfüllen. Weil dadurch benutzen ja das Nahkämpfer die Nahkämpfer an. Die das stimmt auch noch. Allein die einsame Feuerballiste da auf der linken Seite kam da jetzt sehr gut zurecht mit den anderen Pikinieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Stimmt, ich hätte sogar gedacht, das soll ich. Hat er gut gemacht hier, der Bad Knight hier. Er performt, wo er es muss. Oh, aber Kinski stichelt hinterher. Ja. Aber Bad Knight jetzt schon mit 80 Truppen. Jetzt auf einmal. Die Schenken sind halt jetzt da, ne? Ich meine, Schenken sind jetzt alle da. 4 Stück. Das heißt, plus 8 kriegt er auf jeden Fall bei den wenigen Bevölkerung. Ja. Also, das laut Storm Crusader, Bier ist wichtiger als Religion. Absolut. Ich meine, was bringt Religion? Das ist einfach zu unkonstant. Ja. Was für Kreuzige. Bierzüge. Gut, natürlich ist eine Kirche und eine Kathedrale immer nett mit plus 3, aber Bier mit plus 8. Und das Investment, viel Kosten sind ja. Ja, wenn man das Investment mal ausrechnet, das möchte man sich gar nicht ausrechnen. Aber dafür natürlich, leider den Steinbruch gerade noch nicht aufgebaut, aber hier ein paar Eisenminen sind da. Pechmine ist auch da. Ja. Hier ist auch noch, okay, auch kein Steinbruch, das ist ein bisschen doof, dass kein Steinbruch gerade da ist. Der Stein? Die Türme aufbauen, ne? Das wäre hätte jetzt gebraucht, weil jetzt hat er die Zeit halt, um Stein reinzubekommen. Guck mal, hier ist ja gar nichts, hier ist kein Druck, das ist nichts hier, wie man sieht. Guck mal, sogar die Assassinen greifen sogar hier den Nomad an, hat man ja gesehen, ne? Ja, und die Truppen steigen bei Bad Knight. Ja, und wir wissen alle, wenn der Bad Knight einmal sich vernünftig aufgebaut hat, dann hat er eine reelle Chance, die beiden platt zu machen. Wir kennen das Spiel. Es ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Hat die Nomad eigentlich 3 oder hat die 4 oder 5 Türme?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich habe auch geraten. Ich weiß es nicht. Ich glaub, also da sind ja nur vier Grüppchen von Verteidigern offensichtlich. Ja, wahrscheinlich nur vier Türmer. Wahrscheinlich. Damit gar nicht sicher. Kinski ist gleich schon wieder mit einem Angriff. Ist die Frage, ob der irgendwie damit Druck aufbaut oder ob das dem Badnet einfach nur total egal ist. Er hat da die Kinski zugewandte Seite ist momentan noch die schwache. Der Turm fehlt. Ja, genau. Aber er hat einfach wirklich schon sehr viele Truppen, jetzt 120 Stück. Hat er jetzt wieder das Steinbuch? Nee, hat er immer noch nicht. Wo gibt denn das Geld her? Nur das Bier oder was? Wahrscheinlich, ne? Er hat halt auch relativ viele Bogenschützen. Also ja, die hat er hier. Überall, ne? Ja, eben deswegen Kinski sollte er relativ immun sein. Ja. Halbwegs. Gefährlich ist, wenn Kinski jetzt so lange gewartet, bis Norbert kommt, was ich nicht glaube, weil Kinski einfach jetzt schon so lange gewartet hat, dass der jetzt einfach drüber spülen sollte. Rudel, Sprudel. Der Kinski-Sprudel. Und die Sortis tun auch weh, die kommen hier an und sterben. Das ist auch nicht so eine coole Sache. Jetzt waren sie wieder da. Jetzt greift der Kinski an. Ja, schon ein ganz hübscher Blob da und die Nomade kommt gleich hinterher. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Die Leichentruppen von Kinski sollten da. Nee, ich glaube, dass hier der mittlere Turm, wie viel da schon drauf ist, ist schon echt viel. Ja, ja. Genau, auf dem Keep genug Bogenschützen auf jeden Fall. Aber, boah, die werden ja so niedergelegt. Haben die überhaupt irgendwas gemacht? Ich dachte wegen, dass sie ein bisschen die Tür irgendwas angreifen hier, aber anscheinend. Also an der vordersten Ecke haben die ein bisschen was weggeholt, aber nicht viel. Okay. Das ist gefährlich. Die Ecke ist gefährlich. Fall. Das ist gefährlich, Leute. Ah, glaube ich noch nicht mal. Die Slinger zu verstreut, rücken einzeln vor, werden jetzt gut fokussiert und niedergemäht. Jetzt kommen halt die Assassinen natürlich. Wir klären natürlich jetzt ein paar Bogenschützen. Sowieso schon immer. Ich glaube, dass die Fernkämpfer das gefährlichste ist. Ja, was denkt ihr jetzt von der Nomade für ihn? Ja, safe. Aber die Fernkämpfer kommen zu spät. Bei der Made rücken oft die Slinger als erstes raus. Und nun kommen die Fernkämpfer erst. Eigentlich muss es ein bisschen umgekehrt sein. Also ich weiß nicht, ob der Karl vielleicht mal gefunden hat. Aber ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass es halt sinnvoll ist, wenn die Slinger möglichst spät kommen, weil die dann einfach möglichst viel Schaden machen. Ja, weil dann das ist richtig. Weil die Slinger haben den großen Vorteil, nicht gefokust zu werden. Genau, deswegen müssten eigentlich im Prinzip erst die Range-Gruppen kommen. Und soweit ich das im Kopf hatte, hat Kari die als Engage, hat er die arabischen Bogenschützen. Ah, okay. Das habe ich soweit das im Kopf. Ich weiß gar nicht, wo die Slinger sind. Aber vielleicht kann das so noch im Modell, dass ein bisschen später kommt. Dann könnten die gefährlicher werden. Jetzt hat er wieder zwei Steinbrüche. Hier einer hat er hier und einen hat er hier, der gerade ein bisschen Ruhe gelassen wird. Hier auch die ganzen Eisenminen auf jeden Fall seins. Also hat jetzt ja auch schon angefangen, ein bisschen Angreifer zu rekrutieren, aber trotzdem hängt der gerade relativ fest. Der hat keine Farm. Mir hat keine Farm. Angeht. Der hat auch gar keinen Stein. Also, wenn da mal ein Tor ausfällt oder so. Jo, der hat natürlich gar nichts an Farm. Das ist, da steht der Turm. Ja, er hat jeden Steinbruch, der funktioniert, ne? Ja, gut, stimmt. Und der wird auch ganz in Ruhe gelassen, gerade ziemlich. Und damit kann er auf jeden Fall ein bisschen Stein reinholen. Selbst ein Steinbruch bei einer gewissen Zeit macht auf jeden Fall schon einen Unterschied aus. Ja. Gießen Kinski. Hat den aber auch. Hat auch nicht die Masse an Gold, muss ich zugeben. Aber geht ganz gut. Kein Gold. Ja, Nomade ist halt Nomade. Klassisch. Mal viele Wartenakkus sind, wie das ist. Ja, die Städte sind inzwischen doch auch schon ganz gut. Ja, mit echt viele Waffenproduktion. Aber ich würde sagen, verhältnismäßig immer noch sehr langsam. Ja klar, Fumes halt, ne? Halt keine Apfel, ne? Also Apfel doch eine Sache, die man unterschätzen soll. Ja, die werden halt sogar Made, fast so viel Gold gemacht wie Nomade. Die Made setzt ja auch eigentlich wirklich auf Äpfel. Also die verkaufen einfach auch sehr stark Holz, aber Holz bringt halt nichts. Ne, Holz ist ja sowieso nicht gerade die Intelligenz, die Entscheidung zu verkaufen. 1 zu 4 der Handelwert, der Preis. Nicht so gut. Ja, es bringt halt im Early einfach einen kleinen Boost, aber auf lange Zeit. Aber, ja. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich das Holz, um die ganzen Apfelfarben zu bauen, ne? Ja, die kosten nur viel Holz. Klar, aber bei 40 Stück ist auch schon eine Menge. 40 mal 5 macht auch schon 200 Holz. Also Kinski prallt zu dem Zeitpunkt jedenfalls vollkommen ab. Ja, jetzt können wir ja alle Türme stehen. Das ist ja genau der Punkt. Ist für mich ein bisschen die Frage, ob er jemals dazu kommt, wirklich effektiv an
kloppen. Am Anfang, tut sich ja. Er tut sich da so schwer, der Bad Knight. Hm, ja, man sieht jetzt auch, die Nomade hat einfach Gold. Insgesamt hält die noch, also immer noch über dem Bad Knight. Ja. Ja. Und davor das Spiel war der ja der Bad Knight drüber. Also, das am Ende. Das wird sich noch switchen. Weil jetzt gerade holt nämlich der Bad Knight gut auf, wenn man guckt. Ja, das ist jetzt die Frage, ob er das halt jetzt aushält, den Druck, der jetzt kommt. Aber ja, gut, jetzt Mario ist jetzt nicht die schnellste. Den geht's ganz gut hier, würde ich es meinen. Guck mal, hier viele Verteidiger der hat ja schon 180 Truppen. Der Bier und Safe-Spot hinten. Und guck mal hier, die kommen gar nicht richtig ran. Also die Fernkämpfer sind jetzt komplett geklärt von diesen drei Türmen hier. Jo, das stimmt. Und ich glaube nicht, da müssen die beiden kombiniert angreifen. Hier in der Seite rein, das Torhaus klären und dann schnell hoch, würde ich meinen. Denke ich. Was für Ressource hat dann Safe? Hat er da jetzt ein bisschen Bier? Ja, das ist alles safe. Das wird nicht angegangen. Ja, genau. Das meine ich auch. Da hat er jetzt gerade Hopfen. Das ist auch, glaube ich, das Beste, was er denn haben kann. Richtig, also bei, wenn du gar nichts hast, ist Hopfen die stärkste Farm. Ja, also besser auf jeden Fall als Käsefarm. Ja. Aber das ist keine Frage. Die stärkste Farm allgemein, weil du Bierproduktion hast. Und das allein reicht schon. Hopfenfarm ist da. Wenn du nur eine Farm platz hast, ist Hopfenfarm die stärkste Farm. Also Bier ist sowieso sehr, sehr stark. Aber ich glaube, das weiß jeder im Spiel. Ja. Spiel ein bisschen hier dominiert. Bisschen Farmplatz zurückerobert. Sehr schön. Spannend. Ich würde aber. Ich würde fast sagen, Leute, es könnte ein zähes Spiel werden. Bevor jetzt, obwohl Kinski jetzt gleich angreift, ich glaube. Kinski lässt mal einmal noch kommen und dann würde ich sagen, Speed up, ne? Man sieht jetzt auf jeden Fall Angriff von der Nomade hier und gefährlich, weil Bad Knight hier, wie soll ich sagen, am Struggle. Der pfeift aus dem letzten Loch. Der ist am Struggle, Leute. Der hat nämlich von Rittern gut zugesetzt bekommen. Bad Knight gegen Ritterabwehr nicht so richtig vorhanden. Oh, und jetzt hat das Torhaus eingenommen. Die Nomade hat da alles geklärt. Nein. Und die kommt da richtig lang. Kommt die da rein? Sie marschiert. Sie nimmt das sofort wieder ein. Die marschieren einfach durch. Aber er hat drei Trommelgürtel. Ewiges Speed-Up und jetzt kommt die Nomade hier einfach durch. Nein, der Bad Knight kämpft und das war's. Team Mad Kinski entscheidet den Matchpoint direkt für sich. Hat die Schweiz in den Elfer reingemacht? Ja, gerade ist Elfmeterschießen, Leute. Frankreich gegen Schweiz. Super spannend. Ist super spannend, währenddessen hast du uns laufen. Ja, so also super spannendes Spiel. Herzlichen Glückwunsch an Mad Kinski, Platz 1 geholt. Zweiter Platz. Der Einatmer. Zweiter Platz natürlich für Sultan Knight. Und nochmal für Karidotus, wo er das Kommentar gesagt hat am Anfang, er würde das 2 gegen 2 nicht gewinnen. Ziemlich sicher nicht. Da habe ich ihm gesagt, nein, warte ab. Und man sieht es. No Mate, beides mal Platz 1. Ganz klar die stärkste KI im Turnier. Zahlentechnisch. Und ja, habt ihr noch irgendwelche Worte, irgendwelche Glückwünsche an die Sieger oder auch nicht? Nein. Ich gönne das Team Mad Kinski. Sehr gut gespielt. Ja, einfach hier Team Sultan halt ausbluten lassen. Habe ich nicht mitgerechnet, muss ich sagen, aber Ehre wem Ehre gebührt. Und ja, Mad Kinski, stärkstes Team, natürlich, wegen Klausi Mausi. Das ist, glaube ich, sowieso klar. Absolut. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Noob Ginger? Ja, also klang ein bisschen, als wäre ich so Nicht-Gönner gegenüber Team Nomade. Ich? Aber gar nicht. Nee, ich. Ich rede von mir. Achso, okay. Ich bin Narzisst. aber nee, eigentlich bin ich ziemlicher Nomade-Fan und ich finde das auch eigentlich ziemlich cool, dass sie gewinnt. Aber auch ein bisschen schade, weil eigentlich habe ich halt einfach auf Team Sultan halt gesetzt. Ja. Und meine Prediction ist halt einfach null aufgegangen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ich gönn's der Made, weil ich bin, wie gesagt, ein kleiner Fanboy von der KI.
Ich finde, die ist einfach ziemlich cool konstruiert. Und da muss man auch ein bisschen Credits an den guten Kray Lotus lassen. Absolut. Der da einfach wieder neue Standards gesetzt hat. Also, Entschuldigung. Aber ist ja so, ist doch so. Also er ist der KI-Hersteller für mich. Hat er gut gemacht, muss man sagen. Hat er gut gemacht. Genug geschleimt. Ja. Muss ich sagen, ja, danke für dieses großartige Turnier. Es wird nochmal ein Resümee-Video von mir geben, Thema von uns allen. Da werde ich nochmal ein paar letzte Worte verlieren. Nochmal mit allen Leuten nochmal persönlich sprechen. Also das wird dann nochmal zusammengekartet. Das kommt dann, denke ich, die Tage, beziehungsweise je nachdem, weil ich dann Zeit habe. Ja, dann danke ich für dieses großartige Turnier. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare. War, denke ich, eine sehr geile Zeit. Und der Sieger steht fest. Würde ich sagen, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Euer Krari.